Aka Inu ist einer der stärksten Charaktere in der One Piece Welt. Mit seiner Magmafrucht führt er verheerende Attacken aus. Dies musste Ace am eigenen Leib erfahren. Er kämpfte gegen Whitebeard, gegen Kusan und zahlreiche andere Piraten in seiner Karriere. Aber er lässt Kizaru nicht nach Wano gehen, aufgrund der unbekannten Streitmacht Wanos. Das passt so gar nicht zu Aka Inu. Also wieso fürchtet oder respektiert er Wano und die Samurais so sehr? Da Kaido sich ja schon seit 20 Jahren auf Wano Kuni befindet, kann man davon ausgehen, dass damit nicht nur die normalen Samurai gemeint sind, sondern die komplette Streitmacht inklusive der Beast-Piraten. Möglicherweise kennt Aka Inu die Streitmacht. Vielleicht wurde er schon mal nach Wano geschickt, denn ich glaube kaum, dass die Weltregierung nicht mal versuchen würde, Wano als unabhängigen Staat einzunehmen. Vor allem sollte es sich bestätigen, dass Wano vielleicht damals zum antiken Königreich gehört hatte. Dann hätten sie auf jeden Fall versucht, Wano zu vernichten. Doch warum sollten sie Aka Inu dorthin schicken? Wenn wir uns den Uhara-Zwischenfall anschauen. Damals war Aka Inu noch Vizeadmiral und das war vor 22 Jahren. Damals befahl er auch, das Evakuierungsschiff zu zerstören mit den Zivilisten von Ohara, damit ja auch kein Wissenschaftler entkommt. Damals zeigte er seine absolute Gerechtigkeit. Er zeigte damals, dass er seine Mission erfüllt, unabhängig der Konsequenzen. So wie es die Weltregierung gerne hat. Deshalb könnte die Weltregierung Aka Inu mit der Mission anvertraut haben, nach Wano zu gehen. Doch weshalb sollte man gerade Aka Inu nach Wano schicken? Wie wir wissen, sucht die Weltregierung noch immer nach den verbliebenen Leuten der Roger Piraten, Rayleigh und Scopper Caban als oberste Priorität. Rayleigh sagte, dass er noch immer nicht in Ruhe leben kann. Sicherlich, weil sein Kopfgeld noch immer aktiv ist. Garp hörte Gerüchte, dass Rayleigh in Sabaody ist. Was, wenn die Marine ein Gerücht hörte, dass Scopper Caban sich in Wano Kuni befindet? Dies ist ja schon seit längerem eine Theorie. Die Marine flippt ja schon total aus, wenn zwei Yonkos sich treffen. Wie würden sie erst dann reagieren, wenn sie wüssten, Scopper Caban wäre in Wano, einem Land, in dem die Weltregierung keine Macht hat? Aus diesem Grund schickten sie Aka Inu nach Wano. Sie wussten, er ist stark. Sie wussten, er ist nur auf seine Mission fixiert. Und vielleicht auch aus dem Grund, dass Aka Inu wohl mal ein Schwertkämpfer war. Auf dem Bild, wo man Aka Inu in jungen Jahren sieht, sieht man ihn ein Katana auf dem Rücken tragen. Er wurde aber nicht hingeschickt, um sofort alles in Schutt und Asche zu legen. Er sollte erst einmal nachschauen, ob an den Gerüchten rund um Scopper Caban etwas Wahres dran ist. In Wano würde man ihn nicht erkennen, denn wie wir wissen, ist dieses Land von der Außenwelt abgeschnitten. Sie bekommen nichts mit, sie wissen nichts von Teufelsfrüchten und haben sogar ihre eigene Zeitung. Und wenn Aka Inu direkt attackiert hätte, hätte dies einen möglichen Krieg auslösen können. Und da man die Stärke von Wano zu dem Zeitpunkt nicht einschätzen konnte, wollte man dieses Risiko nicht eingehen. Ich gehe davon aus, dass Aka Inu sich zu der Zeit in Wano befand, in der auch Kaido dort war. Und es kam auch zum Kampf zwischen Aka Inu und Kaido. Wieso ich das denke? Dazu muss ich mich auf eine ältere Theorie von mir berufen. Dort sagte ich euch schon, schaut euch mal die Narbe von Kaido genauer an. Die Narbe hat die Form eines X und genau so eine Narbe haben wir schon mal gesehen. Und zwar bei Ruffy auf der Brust. Und diese Narbe, die 1:1 genauso aussieht wie die von Kaido, hatte Ruffy auf Marineford von niemand geringerem als Aka Inu bekommen. Somit ist der Gedanke nicht zu weit getrieben zu sagen, dass Kaidos Narbe ebenfalls von Aka Inu stammen könnte. Ich denke, bei dem Kampf damals war Aka Inu auf der Seite der Samurais. Immerhin ist die beste Strategie, etwas über eine Organisation rauszubekommen, diese zu infiltrieren und mit seinen möglichen Schwertkampfskills hätten sie ihn sicher nicht abgewiesen, als Hilfe im Kampf gegen Kaido.
Jetzt fragt ihr euch sicher, wie ich darauf komme, dass Akainu auf der Seite der Samurais gekämpft hat. Naja, habt ihr euch nie gefragt, wie es sein kann, dass ein Samurai plötzlich ein Admiral wird, obwohl die Weltregierung eigentlich keinen Kontakt mit Wano oder Samurais hat? Dies liegt daran, dass Akainu damals auf Fujitora getroffen ist, während seiner Mission in Wano. Möglicherweise hatten sie auch so eine gewisse, verquere Art der Freundschaft, würde auch die Interaktionen und die Art, wie sie miteinander reden, erklären. Ich meine, Akainu entschuldigte sich bei Fujitora. Dies würde er sicherlich nicht bei jedem machen. Und ich denke, auch niemand sonst dürfte Akainu Sakasan nennen, so wie Fujitora es tut, wenn es dort nicht eine engere Verbindung geben würde. Vielleicht wurde Fujitora zum Admiral, weil Akainu ihn vorgeschlagen oder bestimmt hatte, als er zum Großadmiral wurde. Vielleicht flüchteten sie beide damals vor Kaido, weil weder Akainu noch Fujitora zu dieser Zeit so stark waren, wie sie es heute sind. Fujitora kratzte sich die Augen selbst aus, weil er das Ganze mit dem Shogun und Kaido miterleben musste und wie sein Land, seine Freunde vor die Hunde gehen. Das Böse, was Fujitora mal erwähnte, könnte Kaido und der Shogun gewesen sein. Und die Korruption im Land, damit meinte er die damaligen hochrangigen Leute in der Wano-Regierung, die sich aus Angst oder Geldgier Orochi anschlossen. Ein weiterer Hinweis, dass Akainu in Wano gewesen sein könnte, ergibt sich aus seinen Tattoos. Auf seinem linken Arm hat er ein Tribal-Muster zusammen mit Kirschblüten drauf. Die Kirschblüten sind ein Symbol für Wano. Wenn wir auch den Raum uns genauer anschauen, hat dies Ganze einen japanisch angehauchten Flair. Der Bonsai-Baum, das Ambiente, die Gebäude und so weiter. Möglicherweise wird Akainu erneut nach Wano Kuni geschickt und macht so beim großen Wano-Krieg mit. Immerhin sagte Oda, dass Wano Kuni Marineford aussehen lässt wie ein Kaffeekränzchen. Also wäre es doch passend, wenn wieder Kaliber wie Akainu mit dabei wären. Doch wieso sollte Akainu überhaupt erneut nach Wano gehen? Shanks warnte die Gorosei über einen bestimmten Piraten. Und dies könnte möglicherweise Kaido gewesen sein. Er traf Kaido vor 2 Jahren und hielt ihn auf, Whitebeard zu töten. Er erlitt dabei aber keine Verletzungen, also konnte er einen Kampf wohl vermeiden. Doch wieso sollte Shanks die Gorosei jetzt warnen, gerade zu diesem Zeitpunkt? Ganz klar, weil Doflamingo jetzt eingesperrt ist. Vielleicht wusste Shanks von den Machenschaften zwischen Kaido und Doflamingo. Als Kaiser hatte sicherlich seine Augen und Ohren überall und großen Einfluss. Könnte also gut sein, dass Shanks dies in der Unterwelt mitbekommen hat. Shanks weiß sicherlich seit damals auch von Kaidos großen Plan, einen Krieg gegen die Weltregierung anzuzetteln. Und mit Joker aus dem Weg weiß Shanks, dass Kaido diesen Krieg in naher Zukunft wohl beginnen wird. Möglicherweise sendet die Weltregierung die Streitkräfte nach Wano, um diesen Krieg zu verhindern. So könnten sowohl Fujitora als auch Akainu wieder in Wano auftauchen. Die Coverpage mit Akainu im japanischen Stil war von Kapitel 592. Wenden wir den Chapter Switch an, könnte es bedeuten, dass in Kapitel 952 Akainu in Wano Kuni auftaucht. Was haltet ihr von dieser kleinen Theorie? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.